Ich bin der Flamur Schalem, wir sind Mittwoch, 27. Oktober 2021. Thema Bruchrechnung, das mal schauen wir 1 geteilt durch 18 an. Brauchen wir das? Vielleicht weniger, aber es geht darum, dass man ein Gefühl bekommt für Brüche, dass man merkt, dass es eigentlich nicht so schwierig ist, mit Brüchen zu rechnen. Und dann funktioniert das auch. Jetzt haben wir hier 1 geteilt durch 18. Wir können das folgendermaßen schreiben. 10 mal 0,1 durch 18. Dann schauen wir, können wir 10 geteilt durch 18 rechnen und merken, nein, das ist... Tun wir doch nochmals 10 rausnehmen. Dann haben wir 10 mal 10 mal 0,01. Geteilt durch 18. Und das ist 100. Mal 0,01 geht halt durch 18. Jetzt können wir die 18er-Reihe kurz anschauen und das ist 18. 36. 40 geht das zusammen und hinter dem 54. Plus 18, das macht 64. 72. Plus 18, 80, 90. Plus 18, 108. Plus 18, 126. Dann geht es weiter. 136. 144. Dann geht es weiter mit 154, 162. Und dann sind wir auch schon bei 180. Das ist dann 1x, 2x, 3x, 18, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x. Also 100. Jetzt schauen wir, jetzt sehen wir hier 90. Das ist die grösste Zahl, die durch 18 teilbar ist bei 100. Dann haben wir hier 90 plus 10 mal 0,01 geteilt durch 18. Dann teilen wir das auf in 90 mal 0,01. Plus 10 mal 0,01 geht halt durch 18. Und das ist wiederum 90 mal 0,01 durch 18. Plus 10 mal 0,01 durch 18. 90 geht halt durch 18, das ist 5 mal 0,01. Also 90 mal 0,01 durch 18, das ist gleich wie 5 mal 18 mal 0,01 über 18. Dann fällt 18 und 18 weg und wir haben dann noch 5 mal 0,01. Plus 10 mal 0,01 über 18. Dann haben wir auch 0,05. Plus, jetzt obendrauf können wir hier schreiben 10 mal 0,001 über 18. Wir merken schon, es ist ab jetzt bereits wiederholend. Dann haben wir hier 0,05 plus und oben haben wir ja 100. Dann schreiben wir drauf 90 plus 10 und 0,001. Also 10 mal 10 ist ja 100 gesehen. Da und die 100 die teilen wir auf. Geht halt durch 18 und das geht wieder 0,05 plus 90 mal 0,001 über 18 plus 10 mal 0,01 über 18. Und das ist gleich 0,05 plus 5 mal 0,001 plus 10 mal 0,001 über 18. Und das geht 0,05 plus 0,005 plus 10 mal, jetzt gehen wir hier nicht mehr weiter, über 18 und das ist 0,055. Plus 10 mal 0,001 über 18. Heisst das, wir können hier oben Folgendes hinschreiben. Wir schreiben einfach hin.
1 geteilt durch 18, das ist gleich 0,055 plus 10 mal 0,001 über 18. Man darf das so hinschreiben. Ich habe letztens gesagt, dass das genauer ist als 0,055. Und der Balken oben dran, das stimmt nicht. Der Balken oben dran, das steht ja dafür, dass es immer, also dass sich das 5 immer wiederholt. Also das ist eigentlich gleichwertig. Nur, dass das kürzer ist, also ist das eigentlich grundsätzlich effizienter. Und es stimmt nicht, dass das hier oben genauer ist. Das stimmt nicht. Das ist beides gleich genau. Erst aber im Runden wird es ungenau, im Sinne von, man kann nicht mehr zurückgehen. Wie wird das gerundet? Wir haben ein 5 nachher. Da hinten hätten wir ein 5 und das 5 ist 5 und drauf, also geht es hier in Zahl auf. Also haben wir 0,056. Das ist 1 geteilt durch 18. Gut.